Hallo, hallo. Und der Tag ist gelaufen. Fleißig gehandelt. Viermal Short im DAX. Auch ein bisschen gezwungen, weil der Markt ist gegen mich gelaufen. Aber Aktien, zweimal BASF, einmal Lufthansa, einmal Deutsche Pfandbrief. Unerwartet, wie das gelaufen ist, bei 76,7 gekauft, bei 3,82 rausgekommen, die Hälfte weg. Das ist aber eine Bewegung, die darauf schließen lässt, dass sich da jetzt wirklich eine kleine Lawine nach oben entwickeln könnte. Beendet hat der Wert mit plus 2% bei 3,80 € und wenn man sich noch einmal ein Jahr anschaut, ist es wirklich so, dass die 80% abgegeben haben. Also eine Reaktion auf wirklich erster Widerstand bei 4,40 € ist möglich. Ob das so kommt, ist eine andere Geschichte. So, man sieht hier schlecht, aber tue das vielleicht verbessern. So, man sieht es vielleicht besser. Das habe ich jetzt aktualisiert. Überhitzung ist weiterhin da. Nur der Markt hat noch nicht so eindeutig gedreht. Das macht aber nichts. Ich habe es überprüft. Am 16.02. Ist doch ein grünes Kerzchen zustande gekommen. Also nicht 12 Tage in Folge ohne Rot, sondern wir haben 12 Tage grün. Passiert alle paar Jahre. Allerdings, wie schon gestern gesagt, nach so einer Serie kommt es keine große Korrektur sofort, sondern bis zu 2 Wochen kann sein, dass wir uns im Bereich zwischen, also in diesem Bollinger Bereich zwischen 17.650, 700 und 16.550 bewegen. Die erste Zeit sogar bis nicht mal 17.000 nach unten. Das wären dann 500 Punkte. Das ist 3 Wochen Chart. So, die anderen Charts. Wie fast immer bei starken Märkten fällt der Kurs nicht auf die Wolke oder in die Wolke und schneidet durch, sondern die Wolke steigt bei stabilen Kurs, so dass es geschnitten wird. Und das haben wir heute bekommen zu sehen. Es ist so, dass wir einen grünen Tag sehen mit über 70 Punkten plus. Und trotzdem, grüne Wolke wird von einem größeren Abstand fast erreicht. Indikatoren sind jetzt mit den 50 Punkte Abgaben am Ende des Tages sind jetzt unten und man soll nicht groß mit Abgaben nachbörslich rechnen. Alles hängt sowieso vom Dow Jones ab und der Dow Jones ist jetzt mit minus 70 Punkten, also und deutlich grünem Nasdaq, nicht gewillt, weiter nach unten zu gehen. Dow Jones bewegt sich weiter seitwärts und das wird wahrscheinlich heute
so bleiben, dass die Verluste nicht großartig vergrößert werden. So, man sieht das auch hier. Eigentlich haben wir jetzt im Moment Kaufsignal im Dow Jones. So, all andere Charts. Na, Nasdaq hat, wie heute früh vermutet, hat rote Kerze geschnitten. Und die Indikatoren sind jetzt, wo ist es? Moment. Die Indikatoren zeigen jetzt klar auf steigende Kurse, trotz eines, ja gut, es ist 15 Minuten verzögert, der Nasdaq ist gerade um 50 Punkte angestiegen vom Tief, also Kaufsignal kann sein, dass es schon abgearbeitet ist. Ich habe heute auch im Nasdaq eine ganz kleine Position Short gekauft, die wurde dann furiös mit ganz kleinem Gewinn verkauft. London von der Euphorie am Anfang des Tages ist nichts geblieben. Wir haben nun Event Day. Wie gesagt, Nasdaq 3 Monate Wolke, das schreit nach Down, ob so wird. Ich gebe dem Ganzen noch eine bis 2 Wochen Zeit, bis die grüne Wolke erreicht wird, aber die steigt und es kann sein, dass es bei einem großartigen Down um 500 Punkte auf 38.500 bleibt. Wir werden sehen. So, von den Aktien, ich bleibe bei meiner BASF, Commerzbank, Schaeffler. Jetzt habe ich auch Pfizer auf meine Beobachtungsliste genommen. Und wie gesagt, Deutsche Pfandbrief, das ist bei mir Langeweile und ein bisschen Kick-Geschichte. Man soll nicht dem glauben, was da verbreitet wird im Internet. Es kommt wie immer anders, wie man denkt oder wie man informiert wird. Auf jeden Fall, das hat heute geklappt. Und ob das weiter so wird, werden wir sehen. Lufthansa habe ich heute nur deswegen gehandelt, weil ich um 9 Uhr was die Tiefstkurse, ja gut, nicht ganz. Ich bin bei, glaube ich, bei 7,12 oder sowas eingestiegen. Oder 7,808. Nur deswegen gehandelt. Allen gute Kurse, viel Glück. Schönen Abend noch. Tschüss.